Das ist die wahre Geschichte von Playland. Ein Auto als Polizeiauto getarnt fährt in das Playland. Es folgen Diebe. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Es blitzt und donnert. Es schlägt ein Blitz in einen Baum ein. Das ist Rax, der Anführer der Diebe. Er ist so gefährlich, dass er sich manchmal vor sich selbst fürchtet. Weißt du überhaupt, wo der Schatz liegt? Ja, da vorne! Wir folgen dir. Das sind die Bewacher der Diamanten. Da ist doch irgendwas im Busch. Ach, das bildest du dir nur ein. Die Luft ist rein. Hey Boss, wie weit ist es noch? Ich hab schon kalte Füße. Pass auf, dass du dir nicht in die Hosen machst. Und hör auf, mit den Zähnen zu klappern. Du Angstkaninchen. Was macht er mit dem Schwert? Ich hab Angst. Ein schwarzer Kämpfer. Halt ab, ihr Diebe! Schnell weg hier! Schnell weg! Ah, einen hat's erwischt. Nächstes Mal überfallen wir ein Spielzeuggeschäft, das ist nicht so gefährlich. Okay, Boss. Ja, Chef. Und am Abend, wenn die Sonne dann nach Hause geht wie Yvonne, dann sperrt Gunther das Freibad zu. Er geht nach Haus und legt sich zur Ruhe. Doch nächsten Morgen klettert wieder heiter der Bademeister auf den Turm mit der hohen Leiter. Er springt runter, jetzt ist er munter, so macht es jeden Tag.